Die paar Tage bleibe ich in meiner Kabine und basta. Ich bin ja nicht das erste Mal auf so einem Ozeandampfer. Hier drinnen ist es halbwegs warm. Warum soll ich auf dem Promenadendeck frieren? Ich habe schon genug gefroren in meinem Leben. Und den neugierigen Blicken aussetzen will ich mich auch nicht. Ah, das ist ja die Duse. Wo, die alte dort? Himmel, die sieht ja entsetzlich aus. Aber schon irgendwie interessant, ja? Ach, was. Nein, 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 ich bleibe lieber im warmen Nest, damit mein treuer Feind, der Husten, nicht so schnell wieder auftaucht. Oh, die armen Wiener. Fast mache ich mir Vorwürfe, ihnen so viel Geld abgeknöpft zu haben. Noch dazu, wo ich nicht alles geben konnte wegen der verdammten Krankheit. Die Leute haben ein Recht darauf, dass ich mich völlig verausgabe. Wien, Wien. 5 Jahre danach hat man den Krieg noch immer gemerkt, im Theater, im Hotel. Verschossene Vorhänge, Tapeten in Fetzen, Teppiche mit Löchern. Und doch, trotz der hohen Eintrittspreise, ausverkauft. Im Zuschauerraum lauter abgehärmte Menschen in abgetragener Kleidung. Anfangs wurde ich noch von einem Hustenanfall geschüttelt, aber dann atmete ich freier, spielte immer besser. Am Ende rauschender Schlussapplaus. Die Wiener sind ein anhängliches Publikum. Die verlassen einen nicht so schnell. Ich habe ihnen viel zu danken. Ohne Wien hätte ich nie eine so große Berühmtheit erlangt. Hunderte waren auf der Straße. Das Automobil wurde mit Blumen überschüttet. Ja, alle Welt weiß, wie sehr ich Blumen liebe. Signore, Signore, kommen Sie bald wieder, kommen Sie wieder. Der ganze Hotelkorridor bis zu meinem Apartment war mit Blumenkörben gesäumt. Einen Korb mit Früchten hat man mir auch verehrt. Erst als das Obst aufgegessen war von mir und meinen Freunden, kam der edle Spender ans Licht. Am Boden lag nämlich die Karte eines Reporters, der mich um ein Interview bat für den nächsten Nachmittag. Ja, ich musste ihm leider einen Korb geben, als Dank für seinen Korb. Aber die Macht der Umstände, denn um 10 Uhr vormittags fuhr mein Zug ab nach Paris. Ich hatte dort ein Rendezvous mit Enriqueta. Und persönliche Begegnungen mit meiner Tochter waren mir seit jeher heilig. 3 Tage lang konnten wir ungestört miteinander plaudern, wundervoll. Nur wir beide. Allen anderen war die Tür verschlossen. Enriqueta begleitete mich dann auch nach Cherbourg zum Hafen aufs Schiff, zu meiner Überfahrt nach Amerika. Mein Gott, jetzt ist das Kind schon bald 40 Jahre alt. Unvorstellbar. In ihrem Alter war ich noch nicht so religiös wie sie. Nein, 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 eher im Gegenteil. Nun ja, sie scheint ja in vielen Dingen ernsthafter und reifer zu sein als ich. Mama, nur in einem Kloster könntest du wirklich Frieden finden. Ja, vielleicht hat sie recht. Aber mit dem Armutsgelübde kann ich keine Schulden bezahlen. Ich muss arbeiten, muss auf dem Posten bleiben. Diese Amerika-Tournee ist wahrscheinlich die letzte große Anstrengung in meinem Leben. Dann werde ich genug gelitten haben. Glücklicherweise habe ich mein Heim in Asolo nicht verkaufen müssen. Dem Himmel sei Dank. Ich liebe dieses Landhaus. Es ist sehr geräumig, doch keineswegs protzig. Und man hat eine traumhaft schöne Aussicht auf den Monte Grappa. Ach, überhaupt ganz Asolo ist bezaubernd. Es befindet sich nicht so weit weg von meinem geliebten Venedig. Asolo. Ja, in Asolo. In Asolo möchte ich begraben werden. Also ehrlich gesagt, allein wegen meiner pekuniären Nöte wäre ich nicht auf die Bühne zurückgekehrt. Deswegen hätte ich mein Nomadendasein nicht wieder aufgenommen. Andererseits, wer will schon tot sein vor seinem tatsächlichen Hinscheiden? Jahrelang habe ich mich gequält, soll ich wieder auftreten oder nicht, ja oder nein? Ein ewiges Hin und Her. Soll ich mich erneut an die Rampe ketten oder vor lauter Nichtstun dumpf dahindämmern?
Mein Gott, es hilft nichts. Ich stehe immer im Zug, wenn das ist mein Schicksal. Denke ich an die abendliche Vorstellung, befällt mich ein Zittern am ganzen Körper. Habe ich beschlossen zu pausieren, überfällt mich bald bohrende Langeweile. Ja, zuerst bin ich ja bloß aus Langeweile ins Lichtspielhaus gegangen. Doch mit der Zeit hat mich die Sache mehr und mehr interessiert. 1916 habe ich dann selbst in einem Film mitgewirkt als leidende, entsagende Mutter. Chänere hat er geheißen. Es wird mein einziger Film bleiben. Ich kam nicht besonders gut an. Ja, man darf keinen alten Wein in neue Schläuche gießen. Meine weiteren Pläne auf diesem Gebiet machte dann der Krieg zunichte. Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, würde ich es trotzdem weiter mit dem Kino versuchen. Ich bin mir sicher, dass ich dabei viel erreichen könnte. Freilich müsste ich dabei das Bühnenspiel vollkommen vergessen und lernen, mich in der noch ungeschaffenen Sprache dieser aktuellen Kunstform auszudrücken. Ich habe den Fehler begangen, wie übrigens die allermeisten, dass ich trotz meines Bemühens doch Theater gespielt habe. Das geht nicht. Es muss etwas ganz, ganz anderes entstehen. Ein noch unbekannter Ausdruck der menschlichen Seele oder so. Ich bin zu alt dafür, mit meinen 65. Schade, schade. Aber mein hohes Alter hat auch seine Vorteile. Ich brauche mich nicht mehr als Kameliendame zu produzieren. Wie mir diese Rolle manchmal zum Halse heraushing. Oh mein